Ha, fieser Break letztes Mal, aber der Hund musste raus, weil er auch gepupst hat. So, nächste Schlacht, nächster Kampf, 5, 6, 7 Leute stehen uns entgegen. Echt scheiße. Deshalb, ich hoffe das Beste für uns. Am besten starten wir direkt total heavy, oder? So. Du gehst auf ihn. Du auf ihn. Du wirst eine Kombo-Fähigkeit nutzen. Wenn es gerade... Ach nee, die Kombo-Fähigkeit habe ich ja schon benutzt. Okay, die anderen Kombo-Fähigkeiten sind eh doof. Außer der Schicksalsspinner und Landre arbeiten zusammen, um ein Gruppenmitglied mit der verlangsamten Aura zu umgeben. Feinde innerhalb der Reichweite der Aura werden verlangsamt. Einmal pro Rast. Das geht nur, wenn wir schon im Kampf sind. Na gut, dann hauen wir erstmal drauf. As you command. Heads up, we have company. Genau, machen wir erstmal starke Erneuerung und da kriegen wir schon Aua. Weil, wenn ich das richtig sehe. Ah, verdammte Hacke. Haben wir da hinten erstmal einen Haufen Bogenschützen. Da werde ich erstmal versuchen, die alle auf mich drauf zu ziehen. So, ihr kriegt erstmal den Regen ab und dann machen wir die Magiewelle. Bist ja nicht so weit, den auf dich zu ziehen. You got it. So, die wurden jetzt alle einmal verspottet. Dann schieb er ihn mehr weg. Ich weiß nicht, also... Aus dem Schutz heraus angreifen ist vielleicht manchmal ganz cool, aber... Gerade war es halt einfach nur Kacke. Bleed up. You little shit. So, schieb den weg. War eine Sekunde zu spät. So, versucht ihn zu schützen. Ich glaube, er ist immer noch eingefroren, ne? Eingefroren und schwer verletzt. Au. Niedrige Gesundheit proof, aber dann hat auch das andere gewirkt. Verlangsamung. Await my signal. Versuch proof mal zu beschleunigen. Sehr schön. Der Schicksalsbinder kriegt Power. Graven Ash protects. So, zerschlag die Bastion. This weapon is in- Boah, schon wieder niedrige Gesundheit bei dir. I can't move. Stand tall. Nein! Reputationsfähigkeit freigeschaltet, beunruhigende Präsenz. Schitte.
Let's have it then. Und ich habe natürlich den Zauber nicht gelernt, dass ich mit dem wieder jemand aufstehen lassen kann, ne? Hm. Jetzt stehe ich hier. Won't happen. You got it. Und friere dämliche Gegner ein. So. Nein, du bleibst an dem dran. Back here. Der versucht gerade ja nur hier den Angriff abzuwehren. Ja, sehr schön. Brennt und tot. Als nächstes versuchen wir mal die Bogenschützen abzuwehren, beziehungsweise aufzuhalten. Wir binden die auch nochmal eben an uns. Move! I'm trapped in place! So, geh da ruhig mit der Nahkampfwaffe dran. Die haben einfach so viel Schaden gemacht in der Ecke, ey. No dice. Genau, fehl den. Dann schützt du die Dame. Oh, er will einen Kugelblitz wirken und ich habe nichts dagegen, um den mal eben zu stoppen. You got it. Na toll. Oh, 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 oh. Heil dich, heil dich. Oh. You got it. Sehr schön. Die wird jetzt ausbrennen. Die ist schon dem Tode nahe. Du schlägst hoffentlich den jetzt mal um. Ja, ich weiß, dass sie schwach mit der Gesundheit ist. Wahrscheinlich wegen der Vergiftung stirbt die gerade uns weg. Ja, da liegt Myra auch noch, ey. Won't happen. Who says you can't teach an old dog new tricks? Levelaufstieg. Oh, und der verschwindet, um sich zu heilen. Moment, dann heile ich ihn lieber. I'll take care of it. So, und jetzt machen wir den Mehrfachwurf mit den Messern auf den hier. Auf den Binder. Bevor der unnötig viele Schriftrollen jetzt wirkt. Und ich glaube, nach dem Kampf müssen wir schon wieder uns mal eben ausruhen. As you command. Das lief nämlich auch nicht gut. Seitdem ich in der Festung bin, läuft es echt nicht gut. I'll take care of it. I will aid you. I will aid you. As you command.
Endlich. No reason to tarry. So, die anderen beiden dürfen sich gleich auch hochziehen. Achso, deshalb sollt ihr auf den Wert immer gehen, weil das das Wissen erhöht. Dann lernen jetzt zweite Art und dann kann der nämlich auch noch jemand vom Boden wieder aufheben. Als zweite sehr unterstützende Fähigkeit. Also eine Wurfspeer, was haben wir hier? Plus zwei Rüstung. Für 300 Sekunden. I got it. Und hier haben wir eine Schnellreise, einen Schnellreisepunkt, okay. Wollen wir die drei Verwundungen haben? Ne, da muss ich nochmal rasten. Auch wenn es wieder 8 Stunden sind. Am besten jetzt direkt in eine Falle rein und wieder Probleme. Also nicht Probleme, sondern wieder Schmerzen. Blitz und Frost beherrschen. Ah, ich bin auch eine Banane. Ich verstärke die ganze Zeit den Blödsinn hier. Wisst ihr warum? Weil ich einfach blöd bin, weil es grün ist. Aber grün bedeutet nur in dem Fall, dass ich da einen Bonus drauf habe von plus 1. Wegen der Hinrichtungsentschlossenheit. Das heißt nicht, dass das die perfekte Fähigkeit für dich ist. Naja. Ich habe ja nur 2 oder 3 Level dann falsch geskillt. Obwohl, gibt es das falsch skillen? Man wird es erleben. Oh, das sieht aus wie die Halle schon, oder? Und hier wird bestimmt die Gezeitenbinderin auf uns warten. Ja, da ist sie. Also bist du die Vorhaut des Kyros Eroberung. Bist zwar nicht so groß, wie ich dachte, aber nicht jeder kann sich seine Scharfrichter aussuchen. Die Nachricht über unseren Widerstand verbreitet sich schon überall. Wenn du glaubst, dass unser Krieg hier endet, dann bist du wirklich mehr als dumm. Vor dir steht Hauptmann Takes Ari, die faktische Anführerin der schrumpfenden Vendrin-Wache. Sie ist klein, sonnenverbrannt und selbst im Stillstand unruhig. Ihr Körper wirkt wie eine kompakte Skulptur aus Muskeln und Knochen. Aufgrund zahlreicher Narben und anderen Spuren des Kampfes um Leben und Tod wirkt ihr Gesicht nicht sonderlich symmetrisch. Eure Leben aber werden sicherlich hier in der Himmelfahrtshalle enden. Sie gluckst und deutet nach oben zur Decke, deren Steinbögen irgendwie das gewaltige Gewicht des Turms tragen. Du kannst dich glücklich schätzen, denn hier zu dieser geheiligten Halle starben bereits einige der besten Herrscher von Apex im Duell. Zur Beleidigung einer unlösbaren Fehde gibt es wahrlich keinen besseren Ort. Schwestern, Brüder, Ari schaut mit ernsten Nicken zu ihren Soldaten zurück. Euch zu führen war mir ein Privileg und die letzten Tage mit euch zu teilen eine Ehre. Sie atmet tief ein, wendet sich dir zu und wartet schweigend. Du bringst aber viel Magie ins Spiel für einen Kampf direkt unter dem Turm. Willst du uns alle ins Grab bringen? Was für eine Art von Inzuchtsbrut bist du denn? Das ist ein Risiko, das ich bereitwillig eingehe. Der Weise an ihrer Seite hustet nervös und schaut besorgt nach oben. Nach kurzem Zögern rennt er zum Ausgang. My armor feels lighter. Feigling!
Komm zurück! Ari schreit dem flüchtenden Weisen vergeblich nach. Was habe ich mir nur dabei gedacht, feige Schreiberlinge zu einem Schwertkampf mitzubringen? Epp hatte recht, was euch angeht. Schwestern, Brüder! Ari schaut mit ernstem Blick zu den Soldaten zurück. Euch zu führen war mir ein Privileg. Achso, das ist dasselbe wie gerade. Anscheinend hat euch euer Aufstand nicht mehr als tote Angehörige gebracht. Und was hat euch die Eroberung von Vedrins Brunnen gekostet? Wie viele Leichen der Geschmähten rosten im Tal vor sich hin? Wie viele Chormänner fielen unseren Klingen zum Opfer? Wie läuft die endlose Schlacht um das Klingengrab, während ihr euch hier um uns kümmert? Ari lacht und zuckt zusammen, während sie sich die Seite hält. Und sagt mir, machen die Archonten angesichts des Sieges gemeinsame Sache? Haben sich die Armeen über unsere Leichen in Kameradschaft verbunden? Unser Widerstand hier ist nur das erste eurer Probleme. Woher wusstest du von der Fehde der Archonten? Wir sind hoffnungs-, aber nicht gedankenlos. Über unsere Augen und Ohren erfahren wir viel. Ari bedeckt ihren Mund und unterdrückt ein Lächeln. Ich werde glücklich im Wissen sterben, dass eure Invasion ein hässliches Ende nehmen wird. Wenn sich die beiden Archonten über die Frage, wer nun Sieger ist, gegenseitig in Stücke reißen. Ich bedauere nur, dass ich nicht sehen werde, welcher Kindkönig sich letztendlich durchsetzt. Wenn du unbedingt meine Klinge schmecken willst, dann hör auf zu plappern und komm her. Oder fehlt dir etwa der Mumm dazu? Was hofftet ihr mit der Rebellion zu erreichen? Ganz ruhig, Barrick, ganz ruhig. Nichts, das wir nicht schon längst erlangt hätten. Unser Stolz, unsere Würde, diese Dinge kann uns niemand mehr nehmen. Sie lächelt und schaut für einen Augenblick in die Ferne. Die Vendrin-Wache konnte niemals allen von Kyros Truppen standhalten. Aber wir zeigen anderen, wie man Widerstand leistet. Vielleicht gehen euch ja die Soldaten aus, bevor unsere Sturheit erlahmt. Aber das bezweifle ich. Du benutzt Kyros Währung doch schon. Also sprich auch die Sprache. Militärische Kontrolle ist reine Formalität. Aber das ist, stammelt Ari, während sie in die Luft schlägt, das ist reine Spitzfindigkeit. Kyros spricht unsere Sprache, nicht andersrum. Außerdem belegt das nicht mehr als eine gemeinsame Geschichte. Aber der Schicksalsbinder sagt, dass Kyros nicht nur ein Feind ist, sondern eine massive Streitmacht, die eine selbst in Friedenszeiten erreichen kann. Armeen und Edikte sind nur zwei der blutigeren Methoden, mit denen einen Kyros kontrollieren kann. Mit denen ein Kyros einen kontrollieren kann. Na gut, irgendwelche letzten Worte? Ja, Ari beginnt breit zu grinsen. Sagt Neras Stimmen, dass wir ihm sehr für seine Hilfe danken. Ohne seine Unterstützung hätten wir es nicht so weit geschafft. Das war gelogen. Und warum hast du denn jetzt einen Levelaufstieg? So, du nimmst jetzt mal eben die Stärke. Plus 40% Schildeffekt. So, der will einen durchdringenden Schutz direkt ansetzen. Da wir gerade hier sind, lass uns mal direkt eine Kombofähigkeit setzen. Tod von oben. Und zwar direkt auf App. To battle. Ach du Scheiße. Ein Haufen Schmerzen. Moment, du wirst die Kombo-Fähigkeit mit mir durchführen. Was er jetzt wieder direkt vergessen hat, weil ich was falsch geklickt habe. Und jetzt sag nicht. Ah, jetzt.
Du setzt die Dame in Brand. You got it. Der blutige Regen ist dran. Du sollst auf dein Schild klopfen, mein Freund. Nein, 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 nein. Jetzt nicht sterben. Sehr schön. Da bin ich mich verstärkt worden. So, App, jetzt kriegst du einen. Oh, und da hat sie sich selbst geheilt, ey. Ich krieg die Krise. You got it. So, Schadenadoption. Oh, sie lässt mich ertrinken. Und Zauberwirken ist dadurch deaktiviert. Macht nichts, ich gehe mit meinem Stab ran. Try something else. So, greif dir ruhig im Nahkampf an. Ich werde bei deren. Die ist normalerweise auf Bogenschützen gesetzt, aber ich mach mal auf Standard. So, wie geht's dir? Der Bogenschütze ist gleich erledigt. Und die Dame steht hier immer noch standhaft. Was mich ziemlich anpisst. Schmerzen. Überall. Let's see what falls out of it. Ja! Oh my. Stirb, du Mistvieh. Du heilst dich mal eben selbst? Oder geht das nicht? Doch, du musst doch schaffen, dich selbst heilen zu können. Habe ich irgendeine Möglichkeit, den wegzuschleudern? Alternativ, mach einfach den Zauber für Verstärkung. Sag nicht, die macht schon wieder einen Haltungswechsel. Moment, wir gehen hier auf den, der zu dir rüber gehüpft ist. We can do this. Hat nicht so gut funktioniert. Klopf dein Schild! Going anywhere. This is useless. I should. So, dann versuche ich den Brand zu setzen da vorne. Um den Rest kümmern wir uns. Hat nicht funktioniert.
Hauptsache die Dame sitzt da schon rum und wartet auf, dass ich die endlich töte. This is useless. I should try something else. Not a problem, boss. Lass das mit dem Hinrichten. Und warum hat der sich auch nur hingekniet? Der soll gefaced explodieren. Au. Kann sein, was wir ständig hinfallen wegen dem dämlichen Zauberspruch. Graven Ash Prot. You got it. Was hat die da drauf? Verstreichende Stunden, minus 5 Gewandtheit. Minus 50% Aktionsgeschwindigkeit. So, du wirst doch jetzt noch am Leben bleiben, oder? Das lass dich nicht ärgern. Ist nur noch einer da, Proof. Da wirst du ja wohl noch überleben. Sehr schön.